für die beiden Zweitliga-Absteiger Gütersloh und Düsseldorf im Moment 11 und 15. Und wer gewinnt, der kann ganz nach oben kommen. Und einer spielt eine ganz besondere Rolle bei dieser Partie. Jürgen Gelsdorf ist sein Name, der war in Gütersloh und ist jetzt Trainer bei Fortuna Düsseldorf. Wie das Spiel ausgegangen ist, das sehen wir jetzt. Die dritte Liga hat sie wieder, Fortuna Düsseldorf. Und das schon zum zweiten Mal innerhalb von 6 Jahren. Bereits 1993 musste der einstige Europapokalfinalist den bitteren Gang ins Amateurlager antreten. Doch der damalige Trainer Alexander Ristić blieb und schaffte mit einer routinierten Mannschaft die sofortige Rückkehr. Sogar bis in die erste Liga. Doch diesmal sind die Voraussetzungen andere. Wir hatten damals eine Durchschnittsmannschaft, ein Durchschnittsalter her von ungefähr 27 Jahren. Heute haben wir eine sehr junge Mannschaft. Durchschnittsalter um die 23 und ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Wir bauen auf junge Leute. Und diese brauchen manchmal ein bisschen mehr Zuneigung. Das übernimmt Evi Ottlinger, seit 17 Jahren die Busfahrerin. Fortuna kam mit mächtig viel Dampf aus der Kabine, Ganio Shitu, doch der Nigerianer zu unentschlossen. Es war ein richtig klasse Spiel zu Beginn. Auf der Gegenseite deutete auch der zweite Nigerianer an, dass er torgefährlich ist. Johnny Otichi. Doch manchmal reicht auch die stattliche Größe von 1,90 Meter nicht. Fortunas Trainer Jürgen Gelsdorf hatte richtig viel Spaß an seinen Jungs. Einer von ihnen, Daniel Katos. Wieder im Zusammenspiel mit Ganio Shitu. Doch der Wirbelwind erneut nur zweiter Sieger. Gütersloh mit vielen Missverständnissen im Aufbau. Und wenn mal etwas Konstruktives in den Strafraum kam, ließ man selbst aussichtsreiche Chancen wie hier Mason aus. 0:0 zur Pause und Evi Ottlinger hatte wohl weitere Streicheleinheiten verteilt, denn auch nach dem Wechsel Düsseldorf mit der ersten Offensivaktion Uwe Weidemann mit 36 der Oldie der Truppe. Mit dieser Erfahrung muss man den Ball einfach versenken. Diese Szene, der Weckruf für Gütersloh. Otichi, dicke Luft im Strafraum der Fortuna und dann Christensen mit Präzision. Die 70. Minute, das 1:0 für Gütersloh durch Massimilian Porcello. Die Antwort der Düsseldorfer. Erneut Katos, der war an allen spektakulären Aktionen beteiligt. Und Christian Zedi mit der Chance zum Ausgleich. Düsseldorf warf nun alles nach vorne. Die Konsequenz, Konterchancen der Gastgeber. Doch diese Szene ist symptomatisch für Gütersloh heute. Doch wer fragt danach, wenn man 1:0 gewonnen hat? In Düsseldorf ist der Aufstieg jedenfalls kein Thema. Da muss er schon aufpassen, dass er eben auch genug Punkte holen. Bei allem, was den Fußball und die Entwicklung von jungen Leuten anbetrifft. Die Fans werden auf alle Fälle Geduld brauchen. Denn der Wiederaufstieg der Fortuna wird diesmal wohl etwas länger dauern.